Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir mal eben die Arena gewonnen, was irgendwie wesentlich einfacher war, als gegen irgendeinen Beißer draußen in der Wüste zu kämpfen oder draußen in Edan zu kämpfen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, der Unterschied gegen menschliche Gegner zu kämpfen und gegen irgendwelche Viecher zu kämpfen ist halt so ungemein hoch. Ich weiß nicht, also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Aber naja, wir haben es geschafft und das war ja auch eine der Aufgaben, die uns William gestellt hat. Wir sollten Big Jim mal ordentlich aufs Maul hauen, das haben wir hingekriegt. Und ja, die zwei anderen Aufgaben, eine davon ist ja noch die mit Chloe. Da müssen wir ja warten, bis Red sich wieder meldet, auch wenn ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock auf den Typen habe. Und die andere Sache ist ja die Geschichte mit dem Müllbaron. Da müssen wir ja aber noch rausziehen, irgendwo in die Wüste hinein, wo seine Schrottsammler sind. Und ja, ich habe aber gesagt, in dieser Folge wollen wir uns auf jeden Fall nochmal darüber machen, denn dort müsste sich ja der Duke befinden. Der große Anführer dieses Lagers hier, und den wollen wir uns ja vielleicht jetzt auch mal angucken, endlich, ne? Wenn wir hier schon das ganze Lager verrückt gemacht haben, wäre das vielleicht mal eine ganz nette Idee, möchte ich meinen. So. Ach, und hier sind wir, glaube ich, im Gefängnis, oder? Vom Vor. Also, mehr oder minder Gefängnis. Und dann bist du doch sicher. Ja, genau. Hey, bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Toll, nett. Das ist ja die Frau von... Ja, das ist die Frau von Liam, Iron Madison, die war ja theoretisch für die eine... für die Cindy töten sollen, damit sie mit Liam zusammen sein kann. ganz ehrlich, komm, wir sagen das hier. Hast du dich jetzt satt gesehen oder was wird das hier? Ich starre dich so lange an, wie ich es für richtig halte. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein. Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, fragen wir doch mal hier ein bisschen rum, ne? Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt... ist es meine Aufgabe! Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Okay, also was hat die denn zwischenzeitlich so für Aggressionsanfälle? Ist ja schrecklich. Und was hält Liam da? Ja gut, seien wir mal ganz ehrlich, wir haben Liam getroffen, das ist sowieso ein... Der ist sowieso froh, wenn er Iron Madison los wäre. Also der wäre, dem wäre das eher toll, oder der fände das eher toll, wenn die mit dem Duke zusammen wäre, von daher... Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, dass er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Ach Gott. Ha, einfach erbärmlich. Ja, wer macht sich denn hier, wer ist denn hier so aufgebracht, muss ich mal ehrlich sagen, ne? Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Okay, wer ist denn dieser Frank? Ich glaube nicht, dass sie wirklich was über ihn weiß, aber wir können ja mal fragen. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Meine Fresse, die hat ja einen... die hat ja ein paar Komplexe. Darf ich dir dabei zusehen, ganz ehrlich? Das ist ja... Also, ich meine, so ist nun Jax nun wirklich nicht drauf, ne? Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will,
Hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Warum läuft hier eine Wache durch? Warum laufen hier Wachen durch? Ach, keine Ahnung. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Okay, wir könnten Cindy jetzt verraten oder wir könnten Iron Madison verprügeln. Ich komme ein anderes Mal darauf zurück. Wie du meinst. Ja, das ist irgendwie lustig, dass sie das überhaupt so zulässt. Das ist also im Prinzip die Möglichkeit, wir können jetzt Cindy verraten. Ich habe keine Ahnung, was Iron Madison dann vorhätte mit ihr. Ich glaube jetzt aber, so wie sie rüberkommt, ist das jetzt nichts Gutes. Wir können Iron Madison umhauen, eventuell. Oder wir, ja, halten uns aus der ganzen Sache raus. Wobei ich halt auch mal fairerweise sagen muss, ich meine, klar, aus der Sache raushalten ist immer natürlich eine Sache, aber wir können uns auch nicht überall immer raushalten. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, es kann Jax auch ziemlich egal sein, wer hier mit wem irgendwie zusammen ist. Wobei, ich glaube aber, Iron Madison könnte sich vielleicht nochmal als Problem herausstellen. Wir hören uns hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen um und reden vielleicht auch mal mit Frank hier. Ist das da Klopapier? Oder ist sogar eine Truhe? Lol. Warum haben die eine Truhe im Gefängnis? Zu einfach. Ja, ist eine Gefängnistruhe. Was hast du erwartet? Mit Suppe. Die ist bestimmt noch gut. Ist das ja das Klo? Ja, offensichtlich. Vor allem, wer kackt denn solcher Haufen, mal ganz ehrlich? Also, das ist ja eine Wurstesse, die ist ganz fein geringelt worden, diese Wurst. Wer kackt denn solcher Haufen? Steckst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Ach, come on. Kalan wird euch alle abstrafen. Ja gut, okay, komm, ich will dir vielleicht helfen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also zieh weiter. Willst du es mir nicht doch verraten? Was soll das werden? Folter durch Todquatschen? Ich spucke auf jeden, der sich Kalans Willen nicht unterwirft. Ach so, eine Sache übrigens noch, die mir gerade eingefallen ist. Ich hatte ja beim letzten Mal am Ende der Folge gesagt, dass ich mir mal angucken wollte, was ich skillen will. Und ich habe es auch tatsächlich gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so wirklich was gefunden, was sich lohnen würde zu skillen. Ich wollte ja mal die Gruppe verbessern, aber da fehlt mir halt noch Gerissenheit bisher. Das Einzige, was sich momentan wirklich lohnen wäre vielleicht so eine Resistenz, aber da denke ich auch, weiß noch nicht, das wirkt jetzt auch noch ein bisschen übertrieben. Ich könnte halt, das Einzige, was sich wirklich lohnen würde, wären, glaube ich, extra Hitpoints momentan zu skillen, für alles andere fehlen uns die Werte. Aber, also wenn es so einen Lehrer gibt, der mir das beibringt, mache ich das wahrscheinlich, weil extra Hitpoints nie schaden können. Aber ansonsten müssen wir mal gucken, ja, was wir als nächstes skillen, weil ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gefunden. Mir ist aber eine andere Sache aufgefallen und zwar, nicht die Eisenstange, sondern wir haben hier eine Axt, die deutlich stärker ist und wir brauchen dafür nur noch einen Stärkepunkt. Das heißt, wenn wir das nächste Level up haben und in Stärke investieren, dann können wir auf jeden Fall schon mal eine bessere Waffe benutzen. Die ist dann immer noch nicht super gut, immer noch nicht so lange so gut wie das Energieregentenschwert, welches vor allem halt diesen 10% Energieschaden machen wird. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Und ich habe gemerkt, durch die hohe Geschicklichkeit kann ich jetzt auch dieses Plasmagewehr benutzen, anstatt dem Lasergewehr. Und das ist nämlich deutlich stärker, also ich glaube um 10 Punkte stärker und dann benutze ich das doch, ne? Würde ich mal sagen. Also, wenn es einen Lehrer gibt für Überleben, dann glaube ich, skill ich tatsächlich auf... Doch, ich glaube, ich skill auf Hitpoints. Hitpoints können nie schaden. Ich meine, selbst später können die nicht schaden, ne? Also, die nehmen wir, glaube ich, mit. Die nicht mitzunehmen, wäre natürlich ziemlich dämlich. Was ist da denn? Haben die da Leute erschossen oder was? Toll. Ach ja, und mit einer Zigarette natürlich. Die erschießen ihre eigenen Leute. Naja. Und dann nehmen sie ihnen nicht mal das Zeug ab, ganz ehrlich. Also wenigstens das Elixit hätte ich erwartet, dass die ihnen abnehmen. Aber scheinbar interessiert die das nicht so sehr. Na gut, soll ja nicht mein Problem sein, dann nehme ich es halt. So, und dann würde ich jetzt aber mal sagen, ab mal da rüber, dort wo der Duke ist. Ich habe da schon einen Teleporter aufblitzen sehen.
Den würde ich natürlich dann auch mal ganz gerne aktivieren. Weißt du was, dann mache ich mal ganz... Wenn eine dicke Lippe riskiert, muss ich nicht wundern, wenn sie platzt. Okay, dann machen wir mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier eh einen Teleporter haben, weil ich weiß gerade nicht, haben wir hier einen Überlebenslehrer? Im Vor? Das ist ein Kampflehrer. Das ist ein Outlaw-Lehrer. Überlebenslehrer, Matt Bob. Okay, also wir können da nochmal beim Müllbaron vorbeischauen, um vielleicht, ja, die Hitpoints zu skillen. So, Tag auch. Was geht denn hier so ab? Ah, du bist hier der Oberboss. Ach. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Bisher habe ich dich ja noch gar nicht angesprochen und die Tür war ziemlich offen, muss ich ehrlich sagen. Verbrecherboss. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Warum solltest du? Habe ich dir irgendwas getan? Du willst keinen Ärger mit mir, glaub mir. Gut, ganz ehrlich, ich glaube, wir können schon so von uns überzeugt sein. Du willst keinen Ärger mit mir, glaub mir. Aha, so ist das also. Und wo hast du deine Armee, die mich daran hindert, dich umzulegen? Ich brauche keine Armee. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Gib mir einen Job. Ja, ach, stimmt ja, genau. Der will ja immer noch einen reinen Feldherrn, der Judikator Ulbricht. Bei Ragnar haben wir ja schon angefragt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er den Typen hier haben will, aber wir können ja trotzdem mal fragen, ne? Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache! Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Sollten wir vielleicht seine Schwester mal fragen, ne? Auch wenn ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, wenn die so ähnlich ist wie er. Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hoch halten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wenn du der Einzige bist, der ihnen Unabhängigkeit bringen kann, sind sie denn dann unabhängig? Naja, gut. Ich meine, wie gesagt, so ganz... Das ist ja das, die sagen immer, die haben keine Regeln, aber so ganz ohne Regeln können sie ja auch nicht sein. Wer sich gegen Logan stellt, wird wahrscheinlich umgebracht werden, ne? Weil ansonsten... Ja, und wenn ich hier einen Kampf mitten in der Stadt anfange, werden mich die Wachen auch verprügeln. Die werden hier schon nach gewissen Regeln leben, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Aber sie tun halt so, als hätten sie keine Regeln, ne? Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch.
Das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Eure Freiheit scheint sich echt gut zu machen. Ihr könnt nicht aus der Wüste heraus expandieren, weil ihr sonst von den anderen Fraktionen zerschmettert würdet. Ihr müsst euch im wahrscheinlich lebensfeindlichsten Lebensraum aufhalten, weil ihr ja so frei seid. Naja, soll mir mal egal sein, ne? Gib mir einen Job. Dir ist es wirklich ernst damit, oder? Ich habe einmal gefragt. Gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Und das soll ich machen? Du glaubst, ich bin der Geeignetste für den Job? Ja, weil du entbehrlich bist. Toll. Darum wirst du auch gleich mit entsorgt, wenn die Sache da unten schief läuft. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Das wird er. Ich brauche keinen Papageien, der mir alles nachplappert. Also halt den Rand, Ray. Na gut. Das ist ja... ist ja ein ganz toller Typ hier, da habe ich ja jetzt schon Bock auf die Zusammenarbeit. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job! Entzückend. Lustigerweise muss man ja aber gar nicht, also die... Aufgabe mit dem Big Bang hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man tatsächlich bei den Outlaws aufgenommen wird. Das ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ach, guck mal. Er hat hier seine eigenen Prostituierten, die hier rumtanzen. Ach, ein ganz toller Anführer. So, schläft er hier unten? Ein kleiner gelber Stein. Davon haben wir ja jetzt schon ein paar, glaube ich, von diesen kleinen gelben Steinen, oder? Bin ich mir ziemlich sicher, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben von den kleinen gelben Steinen echt schon eine ganze Menge. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben. Oben ist immer besser. Erstmal oben schauen. Was es hier so gibt. Falls es hier überhaupt irgendwas gibt. Sieht ziemlich schlecht aus. Ich frage mich, was das mal für ein Gebäude hier war. Ich meine, es scheint ja irgendwie so eine Art Turm gewesen zu sein, aber wofür? Da liegen ein paar Teller. Ich frage, macht der hier jeden Abend irgendwelche Essen, veranstaltet er irgendwelche Essen hier? Ach, hier darf ich nicht rein, oder? Na gut, da darf ich wohl offensichtlich nicht rein, hä? Ich kann jetzt nicht. Ja, ich gehe ja schon. Aber schnell, mach wollt's, das ja nicht nochmal. Wollt's ja nur mal probieren. Die haben da aber, die haben hier einen Kleriker-Computer? Logans Notizen. Die haben hier einen Kleriker-Computer. Warum haben die einen Kleriker-Computer? Ich weiß nicht, ob der Typ mich von da hinten sieht. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich hier einfach mal in der Nacht vorbeikommen. Da selbst die Notizen von Logan nicht geklaut werden dürfen. Ja, wobei, ich muss ja eigentlich nur gucken, kann der mich denn von da sehen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das Schleichen kannst du dir sparen. Jetzt hat er es zum Beispiel gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir machen das vielleicht mal in der Nacht. Ich muss mal... Oh, das hätte ich auch nicht nehmen dürfen. Und so wichtig ist das ja jetzt nicht. Das machen wir vielleicht mal in der Nacht, nicht jetzt. Also die Notizen von Logan würde ich mir schon ganz gerne angucken.
Die könnten interessant sein für uns. Ja, wir nehmen mal hier Zeug mit, ne? Ist zwar alles verboten, aber wenn es hier oben rumsteht, braucht es ja scheinbar keiner. Warum legt jemand alte... Okay, die haben hier ihre Hühner, von mir aus. Aber warum werfen die da alte Münzen rein? Haben nichts zu tun? Mit den Dingern kann ich mir bei den Klerikern wieder ein paar Sachen kaufen. Geldbündel. Ach toll, Geldbündel im Messer. Das kann man bestimmt noch an irgendjemanden verkaufen. Gut, okay. Ja gut, den ganzen Metallschrott brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier sieht's... Also hier kommen wir auf jeden Fall... Oh Gott. Das war nicht die Treppe. Hier kommen wir auf jeden Fall später nochmal vorbei. Ich bin immer noch überrascht, dass die hier so einen Computer haben von den Outlaw... von den Klerikern. Kann man richtig weit runterfallen, hä? Na gut. Ich würde aber erstmal gerne hier den normalen Weg runtergehen, bevor ich irgendeinen interessanten gehe. So, hier ist aber dunkel. Da ist eine Truhe, eine Werkbank, da ist ein Typ. Lagermeister. Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Meine Fresse, ist das dunkel hier. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Ja, ja, schon klar. Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit, 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will, muss verdammt viele Ärsche lecken. Ich glaube, man sollte auch nicht mit einer Vollstreckerrüstung in den Granatenhagel rennen, aber das ist nur so meine Idee. Zeig mir deine Waren. Kettenschwert. Ah, da braucht man noch Stärke für. Aber gut, das werde ich mir jetzt nicht extra kaufen. Es kostet halt ganz schön. Der verkauft auf jeden Fall Granaten, Schrottschild, irgendwelche Klamotten. Amulett der Geschicklichkeit. Geschick und Überleben. Ring der Stärke, den haben wir tatsächlich schon. Ansonsten, naja. So, Alter, was hat der denn auf dem Rücken? Ich sehe hier fast nichts, ey. Ah, das ist die Granatenkiste für den... die wir klauen sollen. Sehr schön. Haben wir das schon mal geklaut? Ich meine, der Duke ist jetzt irgendwie sowieso nicht der Typ, mit dem ich hier Großgeschäfte machen will. Geheime Sprachaufnahme verboten. Pass mal auf. Wenn man den nämlich anspricht, geht er zum nächsten Punkt. Das ist mir mal aufgefallen. So, mal gucken, ob er das jetzt mitkriegt. Sie wissen doch, General. Ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben. Aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Das war alles. Das war die geheime Sprachaufnahme. Na, von mir aus. Jetzt ist die Frage... Dreht er sich um? Ich riskier's mal. Im Notfall muss ich halt mal was bezahlen. Ach, komm schon. Oh, so schrecklich hier. So, dann bestimmt die zwei, dann den hinten und dann die letzten zwei. Klack, klack. Zu einfach. Ja, ja, sei bitte noch lauter, Jax. Schwere Armbrust. Nice. Gucken wir mal ganz kurz. Wie viel Schaden macht die so? 39. Unser Plasmagewehr macht 40. Aber mit der könnten wir theoretisch Explosivbolzen schießen und die können wir benutzen. Ich meine, solange wir in der Wüste sind, können wir ja die vielleicht mal benutzen. Ich meine, die hat natürlich nur einen Einzelschussmodus, aber wir könnten halt Explosivbolzen laden. Mit denen kann man sicher ganz gut Schaden machen. Hoffe ich jetzt einfach mal zumindest, dass man das kann. So, und was ist hier unten noch? Alter, warum ist es hier eigentlich so dunkel? Hier ist doch überall Licht. Sind überall Lampen und sogar ein Feuer. Trotzdem ist es hier schweinedunkel einfach. Okay, und wo sind wir? Ist das jetzt hier das geheime Labor vom Duke, wo irgendwas gebaut wird? Ach, Tach, ein Kleriker. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener?
Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Naja, mich würde mal interessieren, was du hier eigentlich machst. Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Okay, ja. Er will was Großes in die Luft jagen, ja, was denn? Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Okay, und welches Land sollte das sein? Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Ihm gehen mehr oder minder alle auf die Nerven, oder? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun... Okay, naja, ich meine, klar, der Duke sagte, wir sollen ihm helfen, aber wenn wir nicht mal wissen, was er damit erledigen will, dann sollten wir vielleicht ihm gar nicht helfen, auch auf die Gefahr hin, dass der Duke uns dann ziemlich fertig machen will. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein! Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Okay, und das wäre? Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Na, schauen wir mal. Glaubst du, dass du das Ding überhaupt bauen kannst? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wie der sich darüber freut. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wie der sich darüber freut, ist ja krass, ey. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Na geil. Auf mich zu verarschen oder ich poliere dir die Fresse. Naja, ganz so. Wir machen erstmal den hier. Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Ja, und zufällig werden wir natürlich diese Stücke hier in der Wüste finden. Ich meine, das ist ja ein riesiges Land, nicht? Zufällig finden wir genau die drei Stücke, die wir brauchen. Ja, aber das ist wahrscheinlich die einzig wirklich wichtige Frage. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon!
Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Klar. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist dein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Du bist doch auch nicht der, der das Ding in die Luft sprengen will. Das ist doch eh der Duke. Und ich glaube nicht, dass du ihm das verwehren kannst. Was ist deine Geschichte? Oh, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Okay, und willst du nicht hier vielleicht einfach weg? Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Ich bin auch in wenigen Stunden durch die ganze Wüste gelaufen. Du brauchst ja keine 24 Stunden in der Wüste überleben. Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Interessant. Ja, sehe ich auch so. Okay, und wer bist du? Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich bin kein Outlaw eben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Ach, Gottes Willen. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Das ist so einer. Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei Alles der schrottigen klar. Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Ich dachte, du bist ein voll guter Techniker. Solltest du das dann nicht hinkriegen? Und vor allem, kriegen die Outlaws sowas hin? Starker Energiespeicher, nicht schlecht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Outlaws clever genug sind, um sowas hinzukriegen. Ach, und das ist die fette Bombe hier, oder was? Ja, ne? Ich kann draufklettern, das ist bestimmt eine gute Idee. Sieht nach einer seltsamen Bombe aus, muss ich mal ehrlich sagen. Aber gut, wer bin ich denn? Ich bin ja nicht der Mechaniker hier oder der Wissenschaftler, der die Bombe macht. Von daher, soll es mir mal egal sein. Okay. So viel dazu erstmal. Dann jetzt. Gab es hier nicht gerade noch irgendwo einen Weg nach oben, hatte ich gesehen? Genau. Gucken wir mal ganz kurz, wo es hier noch hingeht. Also die können nicht weglaufen. Ja gut, weil die verdrahtet sind. Interessant. Zumindest der eine. So, damit haben wir mit dem Duke geredet. Dann wäre ja noch die Frage. Ich will nochmal zu Matt Bob, genau, für die extra Hitpoints. Wer bist du denn? Tag auch. Okay, du hast 30 Sekunden. Okay. Ja, ich denke mal, dann... Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby! Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Okay, ich nehme an, das... Ach, stimmt ja, das ist ja seine Schwester, ne? Das ist ja seine Schwester. Ganz ehrlich, wenn wir eh nur 20 Sekunden haben, dann... Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Okay, sie steht nicht auf nette Typen. Na dann... Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Woher wissen...
Woher wissen wir denn, dass es der Zwilling ist? Muss ich mal gerade ehrlich fragen. Ich wusste, dass es die Schwester ist. Dass es der Zwilling ist, ist mir neu. Man sagt, du bist gut. Ja, sie sagt ja gerade, sie will ja keinen Smalltalk, na von mir aus. Nein, nein, schon gut. Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Warum hat denn das Nesti eigentlich gerade nicht gefallen? Ich wollte den Smalltalk eben beenden, aber na gut, man sagt, du bist gut, kommt wahrscheinlich vielleicht geiler, ne? Naja, gut, wer weiß. Ja, komm, wir bleiben mal hierbei, ne? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug, dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Ja gut, warum nicht, würde ich mal sagen, Ausflug. Ich meine, kommt drauf an, was es für ein Ausflug ist, ne? Warum nicht? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Warum hat denn das jetzt bitte Ray nicht gefallen, dass ich mit Nesti einen Ausflug machen will? War er eifersüchtig oder was? William ist mit dir verwandt? Ja, er kümmert sich um das Fort. Aber damit das schon mal klar ist, mit dem Kram von meinem Cousin habe ich nichts zu tun. Also erwarte von mir nicht, dass ich bei ihm ein gutes Wort für dich einlege, okay? Habe ich das gefragt? Diese Prüfung, muss ich mal ganz ehrlich sagen, machen wir später, weil wir müssen dagegen ein paar Viecher kämpfen. Wir müssen dagegen ein paar Viecher kämpfen und mit Nesti zusammen und nur mit Nesti zusammen. Und Nesti ist nicht sonderlich gut im Kämpfen, das heißt, wir müssen die ganzen Viecher vernichten und das würde ich dann lieber erst gerne machen, wenn wir dann auch eine entsprechende Waffe dafür haben. Weil das Problem ist, wenn ich diese Prüfung einmal annehme, müssen wir sie auch machen, es sei denn, ich lade dann halt einen wesentlich älteren Spielstand, aber okay. Ja, dann stimmt, wir sollten sie ja fragen, ob sie ein guter Feldherr für Ignadon wäre. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage, klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Okay, von mir aus. So, wie gesagt, das mit der Prüfung machen wir später. Das mit der Prüfung machen wir später und jetzt will ich nochmal ganz, 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 ganz kurz zum Müllbaron. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht dann nochmal bis nachts schlafe und da nochmal an der einen Stelle dieses Ding von Logan klaue. Das würde mich halt schon... Mist, ich komme nicht rüber, ne? Ich komme hier nicht rüber so richtig. Da ist eine Höhle. Achso, das ist das Ding, was bei Chloe reinführt, ne? Ich glaube, Chloe hat hier unten so eine komische Höhlenverbindung, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall gibt es hier Gold. Nicht Schwefel, schade. Ich dachte, es wäre eine Goldader. Leider nur eine Schwefelader. Ja, die nehmen wir auch mal. Für irgendwas kann man die sicher gebrauchen. Ich glaube, Chloe hat nämlich in ihrem Keller auch so eine komische Höhle. Ich weiß gar nicht, warum die alle so eine komische Höhle in ihrem Keller haben, aber hey. Sei mal nicht mein Problem, ne? Sei mal nicht... Was ist das? Alter Waffentestbericht. Okay, was steht denn in dem? Der wird wohl oben sein. Ich muss die Dinger mal verkaufen. Ich meine, ich kriege ja für jeden 5 Elixit oder sowas, ne? Testsprengung um 10 Uhr. Erfolgreicher Abschluss ohne Zwischenfall. Der Test war ein voller Erfolg. Die versprochene Sprengkraft war keinesfalls übertrieben und wir können auf dieser Grundlage weiterarbeiten. Bitte um Freigabe. Ich frage mich, ob das jetzt eine alte Sache ist aus der alten Welt oder ob das eine Sprengung ist von Logan. Genau da oben kommen wir nämlich, glaube ich, zu Chloe wieder rein. Genau. Da sind wir nämlich jetzt wieder bei Chloe. Ich habe es ihr schon so oft gesagt. Hast du das? Ist Red jetzt hier? Wo ist denn Red jetzt? Hat er schon mit ihr gesprochen? Hat er jetzt schon mit ihr gesprochen? Das wäre natürlich interessant, dann könnten wir... Ach so, Dach. Wegen Chloe. Hey, immer langsam. So schnell bin ich auch nicht.
Lass mir noch etwas Zeit mit ihr. Ich bekomme schon noch raus, wieso sie keinen Tribut an den Duke mehr zahlen kann. Wieso sitzt du dann hier draußen rum und redest nicht mit ihr? Meine Güte, ey. Es war eine dumme Idee, dem Typen zu vertrauen. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. So, wir können aber noch mal ganz kurz, stimmt, wir können noch mal ganz kurz hier Geld eintreiben. Wir haben ja von den zwei Leuten hier noch Geld einzutreiben. Und dann können wir uns mal noch entscheiden, wie es jetzt aussieht mit Cindy hier. Ob wir die gute Cindy verraten wollen oder ob wir die gute Iron Madison verprügeln wollen. Tag, Cindy. Ich habe hier einen Schuldschein mit deinem Namen. Oh, das ist jetzt aber dumm. Ich habe in letzter Zeit nicht genug verdient, um meine Schulden zu begleichen. Es ist nicht gerade leicht, an Splitter zu kommen, wenn man eine Frau ist. Für dich ist die Summe sicher nicht der Rede wert. Aber ich stehe noch bei anderen in der Kreide. Magst du mir nicht helfen, meine Schuld zu begleichen? Kommt drauf an, was ich dafür kriege. Was, ich soll dir die 90 Splitter auch noch geben? Also, das wäre ja dann nicht nur, ich würde ja nicht nur 90 Splitter verlieren, die sie mir nicht zahlt, ich würde dann auch noch 90 Splitter verlieren, die ich ihr zahle. Nee, meine Gute, ganz ehrlich, so leicht wickelst du mich nicht um den Finger. Nein, zahl mich aus. Bei den meisten Männern klappt die Masche. Aber was soll's. Hier, dafür bekomme ich aber den Schein. Ja, von mir aus. So, und jetzt wegen der Sache, der Doc wurde ja beklaut, ne? Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Ja, und zwar... Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Ach, come on, ey. Wenn dir noch was einfällt, sagen wir Bescheid. Ja, okay, hier die 50 Splitter, bitte. Denk nochmal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Wo finde ich ihn? Unterhalb der Schlucht. Dort, wo wir unseren ganzen Müll hinschmeißen. Alles klar. Na, also geht doch. So, und dann können wir hier gleich noch mit dem Koch reden. Von dem hat man nämlich, glaube ich, auch einen Schuldschein. Genau. Du hast noch eine offene Schuld zu begleichen. Wer hat dir denn das gesteckt? Der Schuldschein mit deinem Namen drauf. Okay, pass auf. Die letzten Geschäfte liefen gut. Reden wir also nicht um den heißen Brei herum. Meine Schulden gegen deinen Schein. Dann sind wir quitt. Damit kann ich leben. Gut. Hier. Das war ja einfach. 200 Splitter da nochmal gekriegt. Sehr gut, da haben wir wieder ein paar Splitter verdient. So, und jetzt wie gesagt noch ganz kurz zu Mad Bob, um was zu lernen. Dann haben wir das nämlich auch noch gemacht und dann geht's beim nächsten Mal wieder raus in die Wüste. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht mit ein bisschen mehr Hitpoints, vielleicht ein bisschen mehr überleben. Vielleicht, na obwohl, wir müssen nicht beim nächsten Mal klauen, wir haben ja hier einen Teleporter, wir klauen sobald Nacht wird, würde ich sagen. Dann gehen wir da mal bei dem Duke vorbei und klauen nochmal eine Runde. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. So, und zwar einmal extra Hitpoints, please. Sehr schön. So, Überleben plus 1. Ich glaube, bei Überleben sind wir inzwischen auf 6 oder so. Ja, sehr schön. Gut, damit wäre das geklärt. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann wieder hinaus in die Wüste, wo wir dann hoffentlich die ein oder andere Aufgabe erledigen werden. Jax guckt in die Ferne. Dort, wo wir beim nächsten Mal hingehen werden, hoffentlich. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.